also ich bin wahnsinnig froh, jemanden vor dem Mikrofon zu haben, den man noch überhaupt nicht kennt. Wer sind Sie? Das wird sich schlagartig ändern. Mein Name ist Betty Bonbon und ich bin der absolute Star der Neuinszenierung Cats am Stadttheater Kolpingheim Mürzzuschlag. Hans, musst du schon zurückgeben. Schön, ich weiß schon. Warum sind Tote, wenn sie einmal tot sind, so schier? Sollst du es gut haben, da drüben? Hast du immer geglaubt an ein Weiterleben? Dass du ein Viech wirst. Na, siehst du. Wenn du jetzt so fliegen geworden warst, hast du schon wieder hin. Jesus, da bin ich bei der Mayonnaise. Also eigentlich grausen wir schon vor dem ganzen Ball. Warte, ich schau nach der Häuselfrau. Na, um Gottes Willen, wenn ich mir vorstelle, dass die mit ihren Händen mein Zobel angreift, graust's mir ja noch mehr. Aber Chopper, solche Leute haben doch soziale Vergünstigungen. Die wird schon Gummihandschuhe haben. Ja, ja. Kann ich irgendwie helfen, Frau? Ja. Hey. Ja, servus. Grüß dich. Ja, hey. Ja, um Gottes Willen, was machst denn du da? Arbeiten. Ja, aber du bist doch nicht so eine Narrische, die partout arbeiten gehen will. Das Häusl ist doch keine Selbstverwirklichung. Hans? Hans? Was jetzt? Hier ist es, die Schnitzel. Guten Abend, meine Frau. Ist das Gästezimmer fertig? Selbstverständlich. Das ist sie. Sie heißt Evita und kommt aus Brasilien. Abendessen wie immer. Wie Sie wünschen. Herzlich willkommen, Evita. Ich bin Rosa, die Haushälterin. Haushälterin? Was ist das? Ja, ich kümmere mich ums Haus, ich koche, ich kaufe ein. Und jetzt kümmere ich mich um dich. Und gar nicht meine Oma? Na, weißt du, deine Oma, die muss schon sehr viel arbeiten in ihrer Firma. Also komm jetzt, komm rein. Erst, was haben wir denn da? Die gestopften, siehst du? Was wird weiter? Servus, Gerhard. Wie bitte? Kannst du dich nicht erinnern? Ja, was meinen Sie, an was soll ich mich erinnern? Kannst du dich wirklich nicht erinnern? Nein. Du hast mir mein Kind gestohlen. Kannst du dich an den Dr. Stadler erinnern? Komm Sie raus. Rühr mich nicht an. Sollen ruhig alle hören, was du für Verbrecher bist. Was ist hier los? Wer sind Sie? Ich bin Max Salmhofer. Und wer sind Sie? Ich bin Ihre Mutter. Wollt ihr euch dein Plätzchen nicht noch überlegen? Nix, nix, nix. Das war Ihre Idee. Wenn sie wirklich 10 U-Boote schafft, dann fahr ich gern. Aber wenn nicht, dann gehört heute verwischt mit mir. Oh, gut, dann gehört er dir. Und in Zukunft passen wir ein bisschen auf, Oma, gell? Wo waren wir? Ah ja, Nummer 9. Steffi, bitte. Ich muss es dir sagen. Ja, dann sag's halt. So schlimm wird's ja nicht sein. Ich hab
Ich hab seit Wochen. Was? Leberkäse gegessen. Und Käsekreiner. Armes Herz. Ja. Das ist, weil ich nicht zu Hause bin. Aber das wird sich ändern. Ich muss ja nicht arbeiten. Wobei, es hat sich jetzt schon rentiert. Es war aber auch vom Allerfeinsten. Lauter Sachen, die du auch so gern magst. Ich glaube, ich wäre Vegetarier. Ich weiß auch nicht, welches Clown. Herr Trautmann, was soll ich ausziehen? Ha? Schau mal, das. Oder das. Oder das. Dann alle okay. Na, du bist mir Hilfe, wirklich. Hey, du wurscht, was du anziehst, ne? Du selber veränderst dich ja nicht. Alles ist es wurscht. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Außerdem verändert sich viel. Der Gudenjak fährt nach Tirol. Der Hassan hat ein eigenes Geschäft. Und der Gustl mit seinem Haus. Nur zwischen uns zwei ändert sich nichts. Stimmt's? Weißt, irgendwie fühle ich mich heute älter. Unglücklich? Nein, schon glücklich, aber älter. Das Blaue. Was? Jetzt sieht das Blaue an. Das gefällt mir am besten.